Ja, dann darf ich die Pressekonferenz zur heutigen Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen eröffnen. Zur Halbzeit stand es 13:13, am Ende 23:27. In der Halle waren heute 6.017 Zuschauer. Ich darf heute begrüßen auf der Pressekonferenz Löwentrainer Gudmundur Gudmundsson für die SG, Trainer Lubomir Vranjes und Manager Dirk Schmeschke. Ja, zwei wichtige Punkte für die Rhein-Neckar-Löwen. Herr Gudmundsson, ich bitte um Ihr Fazit. Ja, also erstmal guten Abend und vielen Dank an Flensburg für dieses Spiel. Es war ein klasse Spiel, finde ich, auf Handball auf sehr hohes Niveau. Wir sind natürlich sehr zufrieden mit unserer Leistung. Es ist nicht gerade einfach hier zu gewinnen, das wissen alle Bundesliga-Mannschaften und das wussten wir auch vor dem Spiel. Ich finde, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet und ja, wenn wir reden über so erste und zweite Halbzeit, das ist ein bisschen also unterschiedliche Halbzeiten, finde ich. Also wir haben nicht geschafft, gut genug zurückzulaufen, finde ich, erste Halbzeit und die haben uns gnadenlos bestraft mit Gegenstoßtoren. Die Flensburger haben das sehr gut gemacht. Wir haben aber das verbessert, zweite Halbzeit, und ein bisschen die Strategie geändert wegen unserer Zurücklaufen, und das ist besser gelaufen, finde ich. Ich finde eigentlich ein ganzes Spiel mit nur 23 Gegentoren, muss ich sehr, sehr zufrieden mit unserer Abwehrleistung, die war einfach Weltklasse heute. Und hinter dieser Abwehr dann hat Niklas zweite Halbzeit eine überragende Leistung, also hat von den letzten 8 Würfen 6 gehalten, und das ist natürlich eine Weltklasse-Leistung auch so. Ja, es war sehr, sehr schwer hier zu gewinnen, und wir haben das geschafft, und natürlich bin ich sehr zufrieden mit unserer Leistung heute. Danke. Vielen Dank für die erste Einschätzung. Dann darf ich das Wort an Lubo geben. Wie fällt deine Analyse aus? Ja, guten Abend erstmal und Glückwunsch zum 2 Punkte. Ja, erste Halbzeit kann man sagen, war ich zufrieden in Kabine. Das war Kleinigkeiten in Abwehr und Angriff natürlich, die nicht 100% geklappt haben. Aber wir wussten ja auch, dass Rhein-Neckar mit einer sehr guten Abwehr da stehen sollen und natürlich auch ein Torwart. So, wir konnten vielleicht mit 2 Toren in Führung gehen. In der ersten Halbzeit haben wir leider nicht gemacht. Das war ganz, ganz okay, finde ich. Zweite Halbzeit, leider spielen wir nicht gut genug in Angriff. Man kann sagen, dass die Löwen haben auch eine überragende Abwehr gespielt, zusammen mit den Torhütern natürlich, aber ich bin ja auch nicht zufrieden mit der Leistung von einigen Jungs. Wenn man gegen Rhein-Neckar gewinnen möchte, dann müssen schon die ganze Mannschaft da sein, und leider war das heute nicht so, hat man ja gesehen, und das kostet ein Sieg heute, leider. Abwehr war ich, ja, bis ich ein bisschen Risiko genommen habe, schon zufrieden, auch mit der Torhüterleistung, aber unser Angriff war leider zu schlecht heute. Dankeschön. Ja, gibt es Fragen? Zuerst einmal an die beiden Trainer, bitte. Lubo, im Hinspiel habt ihr auch schon relativ wenig Tore gemacht gegen Löwen. Wie erklärst du dir das, dass ihr in beiden Spielen da Probleme habt im Angriff? Sind die so gut auf euch eingestellt oder woran liegt das? Ja, also die machen ihre Sache sehr gut, natürlich. Aber ich finde schon, dass wir heute viel besser gespielt haben als in Mannheim. Und die haben ein bisschen das auch geändert als damals. So, die machen das gut, keine Frage. Aber wir haben auch, kann man sagen, Möglichkeiten gehabt, aber da war auch ein Landin heute, der in zweiter Halbzeit das Tor zugemacht hat. Du würdest auch sagen, dass die Zeitstrafe, die 3x2 Minuten für Reinhold der Knackpunkt waren, weil, wenn man ganz höflich das Ausdruck hatte, war der Landin vielleicht nicht seinen besten Tag. Und wie entscheidend ist das für dich gewesen? Ja, natürlich tat das weh, besonders jetzt natürlich mit der Leistung, aber es ist so, wir spielen Handball und ab und zu passt das nicht.
mit einigen Spielern und da muss man ja auch hinter dem stehen. Einige haben einen schlechten Tag gehabt. Hoffentlich geht das sehr schnell weg. Aber natürlich war das nicht gut. Musste Weinhold nach zweimal zwei Minuten, musste er weiter Abwehr spielen unbedingt oder gab es da keine andere Möglichkeit? Ja, natürlich, das gab ja eine Möglichkeit, dass Glandorf da reinkommt. Und das hat er auch gemacht. Nach zwei Minuten. Und das wussten wir ja auch, dass er ein Risiko nimmt, aber ich habe dieses Risiko genommen, weil ich habe ja auch Holger Glandorf auf der Position. Ich finde, er ist ja sehr gut. Ja, gibt es noch weitere Fragen an die Trainer? Ja, Lubo, kannst du schon was zu Drasko sagen? Wie geht es ihm? Die glauben, das ist Innenband. Also, wenn das so ist, dann erstmal müssen sie morgen natürlich MRT machen. Aber wenn das so ist, dann wird das 5 bis 6 Wochen sein. Ja, dann darf ich Thorsten Storm noch begrüßen, der zu uns gekommen ist. Thorsten, ich möchte auch dich um ein Statement bitten. Man hat das gemerkt, von Anfang an waren die Löwen ja ziemlich präsent. War der Sieg heute ein unbedingtes Muss? Was bedeutet das Ergebnis für dich? Das Ergebnis für die Saison erstmal noch gar nichts, aber das ist heute eine tolle Arbeit gewesen, denke ich. Also ich glaube, dass unser Trainer die Mannschaft heute hervorragend eingestellt hat, sonst gewinnt man hier einfach nicht. Und die Mannschaft hat sich auch weiterentwickelt, das sieht man, die kämpfen gerade in der Abwehr, einer für den anderen, das sind auch Stärken, die die SG hat, aber heute hatte die SG eigentlich auf diese Abwehr, fand ich, in der zweiten Halbzeit keine Antwort und das war für mich jetzt so der Schlüssel für den Sieg, aber die Saison ist noch lang. Okay, Dirk, darf ich auch dich um ein Statement bitten? Der Start jetzt in die Liga, der ist verpasst. Trotzdem, die SG bleibt ja Zweiter, aber ich schätze mal, dass sich das im Moment wenig tröstet. Nein, das tröstet mich nicht, aber erstmal Glückwunsch, Theo und Gudmundur, zum Sieg. Ich denke auch, dass der verdient war. Natürlich sind wir nicht zufrieden und nicht glücklich. Wir hatten uns was anderes vorgestellt, gerade zum Start in die Rückrunde oder in die Rückserie. Und wenn wir sehen, was wir für ein Programm noch vor uns haben, dann war das sicherlich, ich sag mal, nicht ein Tag, über den wir uns unbedingt freuen können oder müssen. Es war aber trotzdem ein sehr intensives Spiel. Erste Halbzeit, gebe ich Lubo recht, hat unsere Mannschaft wirklich hervorragend gekämpft und gespielt. Und das war ein Spiel auf hohem Niveau. Ich sag mal, auch kämpferisch, mental von der Einstellung her. Und dann in der zweiten Halbzeit, das ist schon besprochen worden, haben wir dann den Faden verloren. Und das schafft man auf diesem Niveau dann sicherlich nur mental, geschlossen und gemeinschaftlich. Aber wir haben darf man nicht vergessen, wir haben eine sehr, sehr lange Serie gehabt und solche Tage, sage ich mal, sind dann sehr, sehr schmerzhaft und wir müssen jetzt direkt nach vorne gucken, Champions League machen, weil es geht darum, dass wir um Champions League-Plätze kämpfen. Erstmal jetzt wieder, ich sag mal, der Blick nach oben, den sollten wir jetzt im Moment nicht machen und dann wollen wir sehen und hoffen, dass Draschko uns nicht zu lange ausfällt und dann sehen wir dann weiter. Aber ich sag mal, das war heute ein eher gebrauchter Tag. Ich guck nochmal in die Runde, gibt es noch Fragen an die Herren? Im Moment nicht, dann war es das für heute. Wir sehen uns wieder hier in wenigen Tagen zur Champions League. Ich wünsche euch eine gute Heimreise. Glückwunsch nochmal zu den 2 Punkten. Bis dann, wir sehen uns wieder. Tschüss.